Die Sims 4 hat ein neues Basisspiel-Update erhalten, welches neben der Vorbereitung auf Leben und Tod auch echt spannende und wichtige Neuerungen integriert hat. Beginnen wir mal im Chaos, in dem es umfangreiche Änderungen zum Tod eines jeden Sims gegeben hat. Hier ist es nämlich ab sofort möglich, die Todesursache eines Sims zu definieren. Je nach installierten Packs habt ihr hier andere Optionen. Hattet ihr auf dem Schirm, wie viele unterschiedliche Todesarten es mittlerweile gibt? Nach dem Anklicken einer Option verwandelt sich der Sim automatisch in einen Geist, womit ihr ab sofort auch diesen Kreaturentyp direkt im Chaos erstellen könnt. Übrigens gilt die Todesursache auch für Hunde, Katzen und Pferde, die im Senioralter ebenfalls als Geist erstellt werden können. Wenn ihr aber noch wissen wollt, wie der Sim ohne die Geistereffekte aussieht, gibt es dafür einen neuen Knopf in der Benutzeroberfläche. Um Geister auf natürliche Art und Weise ins Spiel zu bekommen, habt ihr jetzt beim Tod eines Sims dank diesem Fenster hier die Möglichkeit. Während Sims im Prozess des Sterbens sind, können andere Sims nun währenddessen auch darauf mit verschiedenen Emotionen reagieren. Ansonsten wurden die Bedürfnisse der Geister umbenannt, was allerdings nur eine kosmetische Änderung darstellt. Außerdem wurden lang ersehnte Änderungen bezüglich der Kreaturen vorgenommen. Die Kreaturenform muss nun nicht mehr wie vorher bereits im Vorhinein definiert werden, sondern lässt sich jetzt mit einem Klick auf das Kreaturensymbol zu jedem Zeitpunkt verändern. Eine längst überfällige Änderung, mit der man jetzt nicht immer von vorne beginnen muss. Gehen wir weiter zum Live-Modus. Hier kann nach dem Tod jetzt auch das Aussehen der Grabsteine und Urnen individuell angepasst werden. Ohne Leben und Tod stehen hier aber nur die der verschiedenen Erweiterungen zur Auswahl. Meerjungfrauen haben mit diesem Update jetzt auch endlich ihre eigenen Versionen von Grabstein und Urne bekommen. Jetzt zum Baumodus. Die Sims-Entwickler haben hier eine neue Kategorie hinzugefügt, welche Objekte für Lebensereignisse, also Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen und ähnliches beinhaltet. Wenn ihr nur das Basisspiel besitzt, könnt ihr euch zudem über ein nettes Objekt freuen. Vom Lagerfeuerobjekt, das erstmals mit Zeit für Freunde ins Spiel gekommen ist, gibt es nun auch eine kostenlose Variante. Jetzt habe ich irgendwie Lust auf Stockbrot. Frisch wurde außerdem angekündigt, wann der Gameplay-Livestream zur neuen Leben- und Tod-Erweiterung stattfinden wird. Es ist wirklich nicht mehr lange hin, denn bereits am Donnerstag, den 24. Oktober ab 20 Uhr bringen uns die Entwickler auf den neuesten Stand. Abonniert den Kanal, um meine Stream-Zusammenfassung nicht zu verpassen. Was denkt ihr zum Basisspiel-Update? Waren hier wichtige Änderungen mit dabei? Also dann, bis zum nächsten Video.